Tandem-Duo! Rückblick. In dieser Reihe fassen wir zusammen, wie es uns auf unserer Reise mit dem Tandem durch die Länder jeweils ergangen ist. Wir blicken noch einmal zurück auf all die schönen und manchmal nicht so schönen Erlebnisse und erzählen von Geschehnissen, die nicht in unseren Videos zu sehen sind. Alles, was wir erzählen, basiert ausschließlich auf unseren Erfahrungen und Ansichten und ist keinesfalls zu verallgemeinern. Geradierne! Und herzlich willkommen zum Rückblick auf unsere Reise mit dem Tandem durch Litauen. Ja, aus Litauen ist es wirklich sehr schwer, hier einen Rückblick Tag für Tag zu machen, euch zu erzählen, was wir erlebt haben. Weil eigentlich ist es eher langweilig, in Anführungszeichen. Es wiederholt sich eigentlich jeden Tag. Jeden Tag das Gleiche, ja. Wir sind auf Straße unterwegs, da sind schöne Wälder, Felder. Ein paar Häuschen, ein paar Städtchen und das war's eigentlich. Da ist nichts wirklich. Wir wollen es deswegen so ein bisschen allgemein einfach sagen, was uns aufgefallen ist auf unserer Tour dadurch, wie es uns auf unserem Weg ergangen ist. Und dann können wir auch gleich mal mit der Natur und der Landschaft eigentlich anfangen, wie schön das eigentlich da war. Ja, ja. Also wirklich wenig besiedelt. Sind nicht so große Häusergruppen, wie wir das kennen, da ist ein Dorf und da ist ein Dorf, sondern eher so, da steht ein Häuschen und da ist mal ein Häuschen, schön verteilt, jeder für sich. Und irgendwann in 10 Kilometer kommt wieder mal ein Dörfchen. Genau, und da, wo dann so vielleicht 2, 3 Häuser stehen, ist auch der Weg dann mal wieder asphaltiert, genau. Wobei die meisten Straßen ja eher Schotter waren. Es waren wirklich, ja, eigentlich fast alle Straßen, wo wir gefahren sind, waren Schotter eigentlich. Aber es ging. Ja, also es waren gute Schotterwege. Also aus Polen haben wir ja schon gesagt, es war ja grauenhaft, die Straßen, egal ob Schotter, Asphalt oder Sand. Es war alles einfach nur Scheiße, weil die ganzen Löcher da drinnen, man konnte die denen gar nicht ausweichen, so viele Löcher waren das. Und da eigentlich gar nichts. Auch wenn das Schotter war, die waren schön flach und klar, ein paar Schlaglöcher waren, aber das ist ja nicht zu vermeiden. Die waren auch meistens nur da eben, wo irgendwelche Einfahrten waren, wo ja. Die Autos irgendwie Kurven rückwärts, vorwärts und Gas geben und so, müssen, ja. Ja, genau, ja. Aber so auf den langen Strecken, die waren einfach, es waren auch viele Wege einfach gegen so Kilometer geradeaus. Du hast vorgeguckt, ja. Und zurückgeguckt und hast gedacht, der Weg hat kein Ende, ja, mehr. Ja. Das einzige Schlechte manchmal an den Straßen war, wenn es geregnet hat, sind da drauf, haben sich immer Bäche gebildet. Und dann ist es so entstanden, wie man das von den Meer, von den Dünen her kennt, so richtige Wellen. Und die Wellen, die waren steinhart. Also wirklich, das war dann harter Asphaltboden mit Hügeln, ja. Ganz kleinen Hügeln. Und da war dann unmöglich mehr, dann drauf zu fahren. Das ging dann eigentlich schon gar nicht mehr. Aber das hatten wir eher selten. Also wir sind gut vorangekommen, muss man sagen. Auf jeden Fall, ja. Trotz, dass wir eigentlich kaum Asphalt fahren konnten. Ja, das stimmt, ja. Ich denke mal, so ganz große Straßen wären Asphalt gewesen. Aber das wollten wir eben vermeiden. Rein theoretisch hätten wir es bestimmt gekonnt, weil wie du siehst, es ist kaum Verkehr irgendwie überall. Es ist nichts irgendwie. Aber so war es ganz schön, weil wir durch die Natur gefahren sind. Es war zwar viel Forstwirtschaft und Ackerbau überall. Ja, da hat man noch gesehen, die Wälder waren alle noch gepflanzt. Da. Ja, da war so nichts, in Reihe und Glied, ja, und so. Ja, waren das wenig stimmt. Naturwälder oder nicht so viel. Wilde Wälder halt. Ja. Also wir sind ja auf diesen Schotterwegen gefahren und rechts und links waren überall nur Felder und du suchst einen Schattenplatz und dann gibt es nur so ganz kleine Büsche vielleicht, weil die Bäume stehen da, wo die Häuser stehen. Mhm. Die haben sich mit Bäumen umzingelt, um Schatten zu haben, oder es ist Wald in der Ferne, irgendwo hinter dem Feld und du kommst da nicht hin, weil es keinen Weg dahin gibt. Ja, das stimmt, ja. So ein bisschen so, der Wald war so ein bisschen unerreichbar manchmal. Ja, aber viele wilde Tiere haben wir gesehen. Eigentlich jeden Tag ein paar Rehe, Hasen oder Füchse. Mhm. Alles Mögliche. Dachs haben wir auch ein paar Mal gesehen. Ja, ja. Ach ja, und noch was zu den Straßen. Eigentlich finden wir es auch gar nicht so schlecht, wenn nicht alles zu asphaltiert ist, weil am Ende der Asphalt gehört da nicht hin, der Boden kann nicht atmen, da sind keine Krabbeltiere mehr, das zerstört den ganzen Boden unten drunter. Und wenn man mal alle Straßen zusammenfügen würde, ist es, glaube ich, eine riesengroße Menge, was unter Asphalt bedeckt ist. Und das ist ja nicht gut, wenn es nicht sein muss, warum macht man es dann auch nicht? Also eben, es hat ja da auch gut ohne Asphalt funktioniert. Ja, sehr gut, ja, ja.
Ach ja, und weil ich das vorhin gesagt habe, so vor den Häusern ist dann mal ein Stück Asphalt. Das hat auf mich so den Eindruck gemacht, als ob die Leute sich privat irgendwie so eine Teermaschine organisiert haben, damit wenigstens vor ihrem Haus geteert ist und vielleicht der Zaun nicht so voll staubt oder das Haus nicht so voll staubt, weil so natürlich der Staub, aus, ja. Ne, man sieht, wenn die Autos dann fahren, so irgendwo da hinten am Feld, siehst du, ach, da fährt ein Auto, weil da voll die Staubwolke aufgewirbelt wird und die wird natürlich mit dem Wind dann ins Haus getragen. Kann ich mir gut vorstellen, dass das vielleicht der Hintergrund ist. Vielleicht, ja. Also bei den Städten ist ja klar, dass sie das dann wohl asphaltiert haben, von der Stadt her, vom Land her. Aber so direkt Radwege oder durch Dörfer oder Orte, dass es direkt nur einen separaten Radweg gibt, das gab es eigentlich gar nicht. Gar nichts. Und auch leider nicht so viele Camping- oder Shelterplätze, so Rastplätze. Oder einfach mal eine Bank. Eine Bank, ja, gar nichts irgendwie, null. Ja. Und ja, da habe ich auch im Internet gelesen, dass von den drei Baltikumstaaten Litauen wohl das ärmste ist. Was die jetzt meinen mit Armut, das ist ja immer so eine Definition, wann ja. ist man arm und was bedeutet das? Also wenn man sich die Häuser und Autos anguckt, die Grundstücke, dann ist das eher... Dann sind die nicht arm. Nicht arm, die nein. haben ihr... Gepflegt. Ja. Sehr viele Volvos fahren hier oben rum. Umso höher wir gehen, umso mehr Volvos sehe ich. Mhm. Ich achte da halt natürlich drauf. Ich achte da nicht drauf, ich sehe es einfach nur. Wirklich fast nur Volvos. Ja, und ich achte immer so ein bisschen auf die Häuser und wie die Leute so, was von außen, was man halt sehen kann, wie die so leben. Es sind viele Holzhäuser, viele kleine Häuser, also die sind eher klein gebaut. Wahrscheinlich hat das den Hintergrund, dass sie es besser wärmen können im Winter. Wahrscheinlich, Grundstücke ja. sind aber dafür gewaltig, also die kleinen Häuser stehen dann auf riesen Grundstücken. Und was ich auch gesehen habe, waren viele so Stein- und Lehmhäuser, die aber schon verfallen waren. Die stehen aber immer noch da und daneben wird dann halt das neue Haus gebaut zum Beispiel. Ist aber oft so, dass man auch nebendran noch eine Ruine sieht. Ja. Und dann, da stellen sie ein neues Haus hin. Und die leben echt wunderschön. Also ich möchte schon gern manchmal mit denen tauschen. Ja. Ja. Und ja, weil es eben so viel Felder und Forstwirtschaft und sowas war, war es manchmal auch schwierig, einen vernünftigen Zeltplatz zu finden mit vernünftigem Untergrund. Da, wo es vielleicht gegangen wäre, war dann oft ein Privatweg oder Einfahrt verboten oder sowas. Ja, das war oft schwer, ja. Aber wir haben es ja trotzdem immer geschafft, irgendwo. Irgendwo gibt es immer was. Weil, wie schon gesagt, man darf ja auf öffentlichen Flächen zelten, einen Tag. Aber ja, was ist, manchmal kann man nicht sagen, ist das öffentlich oder nicht. Keine Ahnung, ob das hier, wo wir gerade sind, öffentlich ist. Sieht so aus. Kann aber auch privat sein, keine Ahnung. Also steht nichts an, ist nichts eingezäunt. Woher soll man das wissen? Ja. Aber wir verhalten uns ja immer vernünftig, dass keiner schimpfen kann. Wir hinterlassen Eben. Keinen Müll, machen nichts kaputt. Eben, ja. Die Leute an sich waren immer total nett. Ja. Wenn man die nach Wasser gefragt hat, war das immer kein Problem. Einmal hatten wir sogar so eine Frau, die konnte nicht kommunizieren, weil sie kein Englisch konnte und wir haben uns einfach so mit Worten nicht verstanden, aber dann haben wir es mit einem Übersetzer irgendwie hinbekommen. Und das finde ich immer so schön, man hat nicht die gleiche Sprache und trotzdem will man irgendwie kommunizieren. Und das war in Polen ganz anders, ja. Ja, das war in Polen anders, halt konntest du kein Polnisch oder dich nicht kommunizieren, ja, dann wurdest du so abgewunken, so ja, komm und ich gehe ja. dann halt meinen Weg. Und allgemein wurdest du nicht oft angesprochen. Ja. Und da sind die Leute dann auch auf dich zugegangen oder haben aus dem Garten mal gewunken. Ja, ja. Ja. Und wir haben halt schon versucht, unser Wasser an Friedhöfen aufzufüllen oder sowas. War oft nicht möglich, weil es gab leider immer nur einen Wassertank. Mhm. Also irgendwo stand dann ein Anhänger mit einem riesen Wassertank oder sowas. Und einfach nur ein Tank. Oder einfach nur ein Tank. Ja. Und das Wasser ist halt nicht trinkbar. Und das da schon ewig drin steht. Brunnen hat man manchmal aber... Damals ein, zweimal was aus dem Brunnen geholt. Oder auch wenn wir Leute gefragt haben, haben die uns Brunnenwasser gegeben. Ja, ja. Hat auch ganz anders geschmeckt. War ein bisschen süßer. Ja, so ein ganz weiches, süßes. Du schmeckst null Metall oder irgendwas. Das ist so ein ganz anderer Geschmack gewesen. Manche sagen ja, wie kann man da einen Unterschied schmecken? Wasser ist Wasser, aber nee, Wasser ist ja, nicht Wasser. Nee, definitiv nicht. Quellwasser schmeckt auch wieder anders als Brunnenwasser. Man schmeckt ja auch schon an Wasser, was abgefüllt ist in den Flaschen. Ja. Das schmeckt ja schon ganz anders. Je nach Region schmeckt das Wasser anders. Welches Gesteine da sind, durch was es fließt, welche Mineralien da sind, das kommt alles darauf an halt.
Ach, und die ganzen Türme, was wir noch gesehen haben, waren ja auch immer komisch. Da waren lauter so Türme, manche hatten noch eine Leiter dran, manche waren eingezäunt. Wir wissen nicht, was es ist, wir haben es auch nicht rausfinden können. Vielleicht ist es irgendein Wasserreservoir oder... Vom Militär irgendwas, weil es eben eingezäunt noch so manche war. Und manche waren ja auch entfernt, da waren keine Dörfer und keine Häuser und nichts. Ja, und da stand auf einmal die was. Die sahen aber auch nicht aus, als wären die irgendwie in Gebrauch. Nee. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, wofür man das sowieso braucht. Eben so ein Wasserreservoir vielleicht oder keine Ahnung. Ja. Vielleicht habt ihr ja eine Idee oder vielleicht wisst ihr es sogar, was die Türme sind. Dann könnt ihr es mal unten in den Kommentaren schreiben, ja. Würde uns noch interessieren. Ja, voll. Ja, ansonsten war es das fast schon, was es von Litauen zu erzählen gibt. Ach, das Geld vielleicht noch. Wir haben Euro. Nichts Besonderes, kennt jeder. Kennt jeder, hat halt bloß eine andere Prägung, aber die wird wahrscheinlich auch nach den 20 Jahren jeder kennen. Ja, das war es kurz und knackig von unserer Litauen-Reise. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr seid auch in den nächsten Ländern noch mit dabei. Sehen wir uns beim nächsten Rückblick. Jo. Bis dann. Ciao. Ciao.